People, ich bin's, Mikey, euer Arzt-Stylist. Heute schneidet Daisy meine Haare. Desiree, can you come into the picture? Hi. Yes! Ihr kennt sie ja schon von ein paar Videos von mir, besonders in meinen Bibi Red Videos. Euer Bibi ist trocken am Start. Hast du dich verändert in letzter Zeit? Julia, du kleiner Go, was laberst du da für einen Scheiß? Ich hab so eine Haar-Situation. Ich sehe aus wie so ein Hamster. Süßer Hamster. Nein, das ist nicht mehr, das ist so ein verlorener Hamster, der irgendwie durch den Ventilator einmal gegangen ist. Oh. So, weißt du, kennst du nicht so einen Ventilator? In Kalifornien meistens haben wir so, wie heißt es, Central Air Conditioning. Ah, yeah. Das sind so Abhufshaube? Abzugshaube? Abzugshaube, keine Ahnung. So. Ich habe keinen Bock zum Friseur zu gehen. Deswegen macht sie das. Sie hat eigentlich keine Ahnung, wie das geht. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, weil wenn es scheiße aussieht, dann mache ich mir einfach eine Glatze. Und wenn du den Tutorial angucken möchtest, okay. Wir gucken ein Tutorial. You sure, man? Ja, mach. Ich dachte, ich muss ihn jetzt rasieren, so einem Ding dran, ja? Das sieht ja alles so harmlos dann aus. Aber er will die direkte Klinge, während ich Wein getrunken habe. Gib mir mal Eyeliner. Oh, das ist sehr gut, die Guidelines. Ich setze erstmal an, dann mache ich an. Oder wie macht man das hier? Nee, du kannst so machen und dann Ah ja, so, das funktioniert wirklich. Oh, es ist befreiend, Mikey, das ist so befreiend. Guck! Oh, das war doch einfach! Leute, ich werde der nächste Baba-Friseur da draußen. Ihr könnt alle zu mir kommen. Naja, der Blending ist richtig schwer, Alter. Oh, es ist geil! Boah, ich mach die Seiten halt echt dann auf Null. Ich wünsche dir voll was ab, wo damit gemeint hat. Das erste, was er aus dem Knast gemacht hat. Das ist aber echt befreiend gerade, ne? Ich glaube. Ich meine, ich habe das hier in meinem letzten Video komplett verarscht. Ist das ein Placement? Didn't you hear what Beyonce said? Ready! Ich muss das zurücknehmen, diese eine Stelle. Weil ich glaube, was er damit eigentlich sagen wollte, was er sehr schlecht rübergebracht hat in seinem Video, er wollte einfach einen Frischstart haben, was man verstehen kann. Ich glaube, ich werde Friseur. Das ist so geil. Oh, es ist. Oh, du siehst so clean aus. Lass mal Seiten wieder fresh machen. Oh, guck mal, sein Nacken. Auf sein Nacken ist einfach. Oh, ich liebe das. Das sieht so hässlich aus gerade. So ein richtiger Topschnitt. Kennst du diese Boys, die so ein bisschen tätowiert sind und so voll dünn sind und so? Und die haben diesen Haarschnitt. Ne, diese Japan-Craze-People. So, mach jetzt einfach mal Scooping-Situation und guck mal, was passiert. Oh ja, ich seh den Cut, der nicht ganz so clean ist. Ja. Es tut mir leid. Nee, das ist egal, da muss man ja A-Blending machen. Ja, stimmt. Du musst sozusagen schon vorstellen, dass es hier so gerade werden. Du machst es so, ne? Mikey, Sarah. Du musst dir zuschauen. Okay. Ja, guck mal so. Das ist so, hui, hui. Okay, hui! Hui! Ja, yes. Yes, feel it. Hier muss noch hui. Hui! Du musst mehr hui. Eigentlich würde ich mit dem Clipper gehen, aber wir haben ja keinen Clipper. Und jetzt musst du so ein bisschen Profi-Style machen. Du machst so und dann machst du so. Oh, okay. Ja, ich bin hier. Aber bald ist Daisys Übergang dran. Das ist mein Ansatz. Ja, der geht gar nicht mehr. Hat er sich hier rangeklebt mit Tesa? Ja. Weil wir kennen nicht mal Gaffer oder so zu Hause hatten. Mit Tesa hat er sich das reingeklebt und damit haben wir jetzt unseren Clipper. Das ist so dieses Folie immer noch. Das Folie ist immer noch drin. Das sieht aus wie so ein US Marine. Can you see? And the rocket man. Da ist halt irgendwie so ein harter Cut, aber ich krieg den nicht raus. Oh, so? So wie Buffing bei Make-up. Ja. Yes. Lässt du die wachsen? Das würde voll gut aussehen. Let's see. Bitte. Okay, Daumen hoch. Ihr wollt, dass Mikey die Haare wachsen lässt? Das würde voll gut aussehen. Ich hatte das und noch dann nie haben wir hier den Scheitel. Lange. Okay, ich lebe gerade an ihm meine Männerträume aus. Also, ich will, dass es hier so kahl ist und dann will ich hier so lange Haare haben. Oh! So wie diese Insta-Boys. Ja, diese hübschen Insta-Boys. Das ist so Sonic. Irgendwas Super Sonic oder so? Ja, bestimmt. Ich sehe entweder aus wie ein Bär. Wie ein Eichhörnchen oder wie ein Hamster. Was ist denn nochmal? Ein Hedgehog, stimmt. Spar noch ein bisschen mal rein. Das ist nicht so gut. Ich mache nur ein bisschen was rein, nicht viel. Two shots of vodka. Mikey, das sieht so schön aus. I look like some Gatsby. Ich passe halt die Digga, ich rülpse. Ja, ist doch voll schön. Und laufe in Unterhose. Du aussiehst wie ein Gatsby, aber du rülpst und läufst. Guck, stell mal vor, ich fange an, so meine Haare zu stylen. Man erkennt mich nicht mehr wieder. Doch, das sind
lang und dann nochmal voluminös, müsst ihr euch vorstellen. Das ist voll geil aus. Hier da so ein bisschen. Seid ihr bereit? Tada! Ich muss ehrlich sagen, Desi, für deinen ersten Haarschnitt ist das ziemlich gut sogar. Ja. Mach mal so ein. Also, wir sehen hier einen kleinen Cut zwischen den Seiten auf 0 und ein Millimeter wahrscheinlich. Also das, wo ich mit dem Kamm gearbeitet habe, da ist ein kleiner Cut dazwischen. Aber... Das ist eigentlich nicht deine Schuld, weil wir brauchen so ein Ding. Ja, wir hätten so einen kleineren Clipper gebraucht. Die hat ja gesehen, was wir gemacht haben. Ich glaube, in ein, zwei Tagen, also in drei Tagen spätestens, ist das eh wieder weg, dieser Cut, weil die Haare ja schnell nachwachsen, vor allem bei Mikey. Das heißt, wenn das weg ist, muss ich sagen... Es ist sehr gut. Leute, geht mal bei Desi vorbei, die macht auf YouTube. Die macht sehr unstable Sachen. Das heißt, wenn ihr unstable Sachen auf diesem Kanal feiert, werdet ihr das wahrscheinlich auf ihren Kanal auch feiern. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr findet, dass Mikey das behalten soll. Genau, wie findet ihr diesen Haarschnitt? Oder wollt ihr wieder sehen, dass ich meinen Hamster durch den Abfluss... Nein. Abzugshaube? Genau. Hamster im Abzugshaube oder ob ihr meinen alten Friese feiert. Was hält ihr davon? Schreibt es bitte in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte Daumen hoch. Wir sehen uns morgen, übermorgen oder gestern. I love y'all. Bye bye.